Die Jungs aus der Filmstadt waren da, inklusive Sandmännchen, Babelsberg 03 zu Gast bei Miroslav Jagatic und Chemie Leipzig. Die BSG nach dem 1:1 gegen Erfurt am Mittwoch mit dem zweiten Heimspiel in Folge. Für die Gäste aus Babelsberg war es der erste Auftritt in diesem Jahr und es konnte nur besser werden. Für das Team von Markus Ziesche, die 03er, hatten die letzten 4 Spiele vor der Winterpause alle verloren. Chemie in Grün seit 6 Spielen. Dagegen ungeschlagen. Echel auf Mauer, der weiter auf Mast und der wieder auf Mauer. M&M richten es für Chemie. Der erste Torschuss, das 1:0, 14. Minute. Und es ist fast schon eine Erlösung für Timo Mauer. 15. Spiel in dieser Saison für ihn. Und das erste Tor, er leitete es selbst ein. Bekommt den mustergültigen Assist von Mast und schließt selbst ab. Sitan kommt zu spät, Klatte kann gar nicht mehr eingreifen. Aber Timo Mauer musste kurz danach runter mit Oberschenkelproblemen. Für ihn kann Jepel. 27. Minute, Buri. Babelsberg dazwischen, schnell in die Spitze, kein Problem für Haran. Denkste, Luftloch und auf einmal freie Bahn für Matthias Steinborn. Allein vor Bellot. Und dann nochmal Tino Schmidt und wieder Benjamin Bellot, Riesenchance für Babelsberg 03, Matthias Steinborn. Bellot erst mit dem Knie und dann ist er schnell zurück im Tor und reagiert, hält die Führung für Chemie, honoriert von Florian Brückmann. Miroslav Jagatic sah Babelsberg besser ins Spiel kommen, aber er sah insgesamt wenig offensiv Nennenswertes in der ersten Halbzeit. Der Rebound bei Steinborn, der versucht es abgefälscht und nochmal Rausch. Aber kein Problem für Benjamin Bellot. Kurz vor der Pause der lange Ball auf Echel, abgepfiffen, alles recht harmlos, aber die Würze kommt jetzt erst rein. Gerangel zwischen Klatte und Echel. Auch Daniel Frahn als Auswechsler mit dabei, wirft den Ball weg. Schiedsrichter Badnitzki versucht, die Gemüter zu beruhigen. Von draußen kommt auch noch was reingeworfen von Markus Ziesche. Werbal, der kriegt dafür die gelbe Karte. Dem gefällt das aber überhaupt nicht, der kleine Rempler. Und dafür gibt es die rote Karte vom Schiedsrichter für Markus Ziesche, der etwas zu emotional hier unterwegs ist. Erst die gelbe wegen Meckerns und dann ja, ist es ein kleiner Rempler Richtung des Unparteiischen und das reicht für Rot. Er will es nicht wahrhaben, aber er wird Babelsberg fehlen und musste zuschauen in Hälfte 2. Chemie kam besser aus der Kabine. Und Babelsberg mit diesem Aussetzer von Torhüter Klatte, Slapstick-Nummer, Ziesche eine Etage höher mittlerweile unterwegs, sah es mit Kopfschütteln. 59. Minute. Die zweite Halbzeit insgesamt etwas intensiver. Dennis Mast auf Zurek, Klatte ist da und nochmal Manasseh-Schell. Mast hat das Auge, spürt im Rücken, da ist noch Zurek, Klatte mit guter Parade und dann rettet Babelsbergs Wilton. Ronny Ermel, der Co-Trainer von Markus Ziesche, jetzt in der Verantwortung an der Seitenlinie, sieht diesen Angriff seiner Babelsberger. 71. Minute, Çakmak auf Steinborn, der Ausgleich. Matthias Steinborn, diesen Jubel, den kennen wir ja schon. Das zweite Mal in den letzten 7 Spielen, dass er in der Startelf steht, zahlt das Vertrauen zurück. Çakmak mit dem feinen Ball, Steinborn trocken, sein 5. Saisontor hat er auch beim 4:2-Sieg im Hinspiel am ersten Spieltag getroffen. Die Babelsberger vor allem auswärts stark, 15 der 25 Punkte auf fremden Platz geholt, Chemie. 4. in der Heimtabelle, nur 1 von 8 Heimspielen verloren. Mast legt nochmal ab auf Zurek und Klatte ohne Probleme. Schlussoffensive im Alfred-Kunze-Sportpark. Nochmal Chemie Leipzig. Babelsberg kann zunächst klären. Buri
Schob jetzt immer mehr an. Immer noch Alex Buri auf Kanter. Anton Kanter! 84. Minute. Die Riesenmöglichkeit für Chemie Leipzig. Anton Kanter jagt den Ball volles Karacho über die Latte. Danach war Schluss. Ein vermummter Markus Ziescher, auch etwas versteinert. Er sah noch Gerangel auf dem Feld. Kanter mit dabei. Aber Steinborn und Co. nehmen einen Punkt mit aus Leipzig, müssen aber mindestens ein Spiel auf Trainer Markus Ziesche an der Seitenlinie verzichten. Chemie Leipzig mit dem zweiten 1:1 in Folge vor eigenem Publikum.